Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem zweiten Teil Boot ins Wasser lassen. Als erstes fahren wir natürlich erstmal unseren Anhänger vor, den wir möglichst nah am Slip-Bereich positionieren, so dass wir möglichst gerade zur Slipbahn ausgerichtet sind. Bitte denkt auch dran, beim Anhängen des Anhängers die Sicherungsleine für die Bremse über die Anhängerkupplung zu hängen und den Stecker für die Elektrik nicht in die PKW-Steckdose zu stecken, damit das Auto keinen Schaden nimmt. Dann natürlich rechtzeitig gucken, dass die Slipbahn freigegeben ist, dass die Schranke hoch ist oder wie bei uns die Kette gelöst worden ist. Wir haben natürlich wieder mal die gelben Gummistiefel bereitgelegt, den Anhänger soweit vorbereitet. Wir haben schöne Laufstege uns mal auf den Anhänger gebaut. Das sind einfache Auffahrrampen für PKW-Anhänger, für Motorräder zum Beispiel. Die kann man sehr einfach auf dem Anhänger befestigen. Dann hinten das Kabel nochmal kontrollieren, dass das auch sorgfältig verlegt ist und nicht auf dem Boden schleift. Dann das Windenseil abrollen und möglichst gut positionieren, je nachdem wie euer Anhänger ausgestattet ist. Wenn man natürlich zu zweit unterwegs ist, kann das auch von einem zweiten Mann vorne am Anhänger gelöst werden. Hier ist es ja Ziel der Sache, dass man alleine ein Boot aus dem Wasser holt. Da wir im vorigen Video einige Fragen zum Rückwärtsfahren mit Anhänger bekommen haben, hier nochmal ein paar kleine Tipps. Dafür beobachtet ihr nur den unteren Teil eures Lenkrades. Und wenn ihr zum Beispiel nach links wegfahren wollt mit dem Anhänger, muss auch der untere Teil des Lenkrades nach links gedreht werden. Will ich dann den Anhänger nach rechts bewegen, drehe ich das Lenkrad so, dass der untere Teil nach rechts gedreht wird. Im Ganzen immer nur leichte Lenkbewegungen machen nach links und rechts. Diese Bewegungen hier reichen völlig aus, um auf der Slipanlage die richtige Spur zu finden. Dann beim Einfahren ins Wasser nach wie vor die Spur halten, dass man nicht links oder rechts aneckt. Viele haben auch geschrieben, man dürfte die Achsen nicht unter Wasser fahren. Ich frage mich immer, wie das gehen soll, dass man ein Boot slippt, ohne dass die Achsen im Wasser sind. Man sollte nämlich so weit reinfahren, dass die hinteren Rollen leicht unter Wasser sind, so wie man das hier schön sehen kann. Und darauf achten, dass das Zugfahrzeug nicht zu weit im Wasser steht. Beim Anfahren auf den Hänger eine möglichst weite Strecke wählen, so dass man genug Zeit hat, um das Boot gerade auszurichten. Wichtig ist auch, den Motor so weit es geht hochzuklappen, so dass man noch gut manövrieren kann, aber die Schraube möglichst weit aus dem Wasser rausguckt. Dann, wenn es irgendwie geht, bei mir im Boot ist es sehr einfach, sich mittig zu positionieren. Bei Booten, wo der Steuerstand links oder rechts angebaut ist, sich lieber selbst in die Mitte stellen, so dass man den Trailer, auf den man rauf will, mittig anpeilen kann. Wenn man dann mittig steht, kann man den Bug vom Boot zum Peil nehmen und fährt auch dadurch automatisch mittig, wie man das hier schön sehen kann, auf den Trailer. Das Ganze nochmal von außen. Langsam rauffahren. Hinten der Motor ist schön hochgeklappt, dass er immer im Wasser ist und die Schraube drehen kann. Ich lasse an dieser Stelle den Motor eingekuppelt, damit ich nicht zurückrutsche. Nehme mir dann mein vorbereitetes Zugseil, hake das vorne ein und ziehe es dann entsprechend fest. Hier kann man noch mal ganz schön sehen, dass die Gangway, die ich mir aus Auffahrrampen gebaut habe, sehr praktisch ist, um trockenen Fußes nach vorne zu kommen. Auch sieht man ganz schön links und rechts die beiden Positionierstangen, die ich angebaut habe, damit das Boot nicht seitlich vom Trailer rutschen kann. Sobald das Boot dann gesichert ist, kann ich wieder aufsteigen, den Motor abschalten und natürlich nicht vergessen, soweit es geht, hochfahren. Dann wieder nach vorne und das Boot komplett hochkurbeln. Wenn ihr das Boot nachher am Anschlag habt, ist es immer gut, wenn man dort noch eine zweite Sicherung hat. Mir ist es schon passiert, dass die Kurbel, die ja normalerweise einrasten soll, von alleine aufgegangen ist und dadurch das Boot dann zurückgerutscht ist. Deshalb habe ich immer vorne ein kleines Band mit einem Karabiner, den ich einfach unten einklinken kann, sodass das Boot ein zweites Mal gesichert ist beim Außenwasserfahren.
ist dann alles gut befestigt und hat man alles kontrolliert, kommen die gelben Gummistiefel wieder zum Einsatz, damit man trockenen Fußes zu seinem Zugfahrzeug kommt. Wenn ihr euer Boot, so wie wir, in einem Hafen liegen habt, der tidenabhängig ist, dann natürlich immer ein bisschen darauf achten, wie die Tide gerade steht. Man fährt normalerweise natürlich bei Hochwasser hin. Das Problem ist aber, dass das Wasser ja vorher oder nachher entsprechend abläuft oder aufläuft. Das muss man beim Einfahren ins Wasser immer ein bisschen mit berücksichtigen, nicht dass nachher die Tür unter Wasser steht, womöglich vom Zugfahrzeug. Beim Rausfahren aus dem Wasser möglichst langsam fahren, dabei immer das Boot im Rückspiegel beobachten, nicht dass man doch irgendwas falsch gemacht hat und es nach hinten rutscht, dann kann man immer noch wieder anhalten oder nach hinten fahren, damit nicht zu viel kaputt geht. Man bleibt in der Regel auf der Rampe stehen, so dass das Boot noch schön schräg ist, dann kann man hinten schön die Lenzklappen öffnen, um zu gucken, ob Wasser im Boot ist. Danach natürlich ganz wichtig, das Ding gleich wieder verschließen, ansonsten säuft das Boot eventuell beim nächsten Mal, wenn man es ins Wasser lässt, ab. Hinten den Motor noch einmal, soweit es geht, runterfahren, sodass das Wasser aus dem Propellerschaft ablaufen kann. Das ist besonders wichtig, wenn man das Boot vorhat einzuwintern, dass da nicht eventuell Restwasser drin stehen bleiben kann. Danach dann wieder den Holzkeil an die richtige Stelle legen. Den Motor leicht runterfahren, sodass der Motor bei dem Transport entlastet ist und nicht hin und her wippen kann. Danach dann gleich als nächstes das Boot verzurren. Ich benutze dafür einen möglichst breiten Zurriemen, der mit einer Ratsche gespannt werden kann. Ich nehme diesen breiten Zurgurt, damit das Boot möglichst geschont wird beim Festziehen. Gerade bei Gummibooten ist das wichtig, da dünne Gurte das Boot schnell beschädigen können. Spanngurt unten einhängen, das obere Band möglichst weit durchziehen. Ansonsten ist die Ratsche, die nämlich nicht viel Platz drauf hat, ziemlich schnell voll. Ich halte es hier fest auf Spannung und fange erst dann an, die Ratsche zu bewegen. Braucht dadurch nur 5-6 Mal hin und her ratschen und schon ist das Boot fest. Wie gesagt, auch nicht zu stramm machen, denn die Definition für Ladungssicherung sagt aus, dass wenn man einen Anhänger über Kopf hält, die Ladung nicht herunterfallen darf. Das Ende vom Band dann noch sichern, sodass das nicht wild auf der Straße rumhängt. Wer links und rechts an seinem Hänger noch höhenverstellbare Auflagen hat, sollte die entsprechend hochkurbeln, dass das Boot gut aufliegt. Dann noch einmal ums gesamte Boot rumgehen und gucken, wo lockere Tanten runterhängen, die entsprechend sichern, so dass nichts auf die Straße hängen kann. In diesem Fall sichere ich vorne das Boot nochmal nach vorne ab, damit es nicht vom Trailer rutschen kann. Ich mache dann immer noch diese Schutzkappen hinten über den Propeller. Das ist zwar nicht vorgeschrieben, schützt den Propeller aber ganz gut gegen Steinschlag. Da wir das Boot hier nur im Hafen liegen lassen, haben wir die Kennzeichenleuchte nicht hinten angebaut. Das wäre natürlich auch noch ganz wichtig, immer daran zu denken, dass man entsprechend die Stromkabel anschließt und die Heckleuchten anbaut, sodass man im öffentlichen Straßenverkehr fahren kann. Hier nochmal schön zu sehen beim Rückwärtsfahren, langsam fahren und nicht wild hin und her lenken, sondern nur die Einschläge machen, die wirklich nötig sind. In diesem Fall nach links lenken, damit der Hänger hinten nach rechts langsam weggeht. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal und empfehlt uns weiter.